aktive Belagerung. Ja. Ah, da hinten war ein Gegner. Panzer soll mal bei mir vorbeifahren, Alter. Dann würde ich bestimmt fette Punkte kriegen. Dann aufmunitionieren. Wow. Ja. What the fuck? Die haben den Punkt wieder geholt. Stehen doch alle da drin. Liga, sehr tief. Bei mir hier. Habe ich Bock wieder auf, ja, und jetzt lange noch hier. Munition. Thank you.
besitzen wir den Punkt oder der Feind? Mein Gott, ich bin direkt einer reingelüpft in meinem Schuss eben. Ja, ja. Das nennt man überrennen, würde ich sagen. Guck mal, 96 plus, also hier sind über 100 Mann von uns, Alter. Krass, ne? Bei GW2, Alter, da hättest du schon, das wäre schon vorbei, Alter. Aber definitiv, man, da kannst du, da ist der Server direkt mal tot. Aber da siehst du mal den Unterschied, ne? Es verteilt sich halt alles unglaublich durch diese Kollisionsabfrage auch, ne? Du kannst ja nicht auf den Haufen immer, weißt du, und überall sind welche, ne? Also es ist ja nicht nur eine Ecke da, weißt du? Ich finde, glaube, das macht das auch wahrscheinlich unter anderem. Jetzt gerade. Lol, Alter. Jetzt versucht mich gerade echt einer mit C4 zu sprengen. Nur weil der gerade mir entgegengekommen ist und meinen Panzer gerammt hat, also meinen Thundra gerammt hat, dabei sich umgedreht hat und in die Luft geflogen ist, dann kann ich damit zu viel nicht fahren. Hey. Der sieht mich doch genauso entgegenkommen wie ich ihn. Das war doch keine Absicht. Mehr. Dauer, ey. Als wenn man hier immer alles bösfällig mal tun würde, weißt du? Wenn es danach geht, habe ich hier schon etliche gesehen, die von irgendwelchen anderen Sandwern überfahren wurden hier gerade. Oh, 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 was kommt da denn jetzt rein? Großoffensive oder was? Echt jetzt? Oh. Da kam gerade richtig was rein. Die kommen gerade. Oh, Flieger ohne Ende.
so ein bisschen nach Gegenoffensive aus. Das Ding kriegen wir trotzdem nicht mehr. Ja, genau, Alter. Was da an Leuten drin ist, Wow, hier bei mir ist einer. Wir haben sie erschossen, super. Ich dachte schon, der will irgendwie mich sprengen oder so. Aber wir haben es eingenommen. Aber wir haben sogar noch Gegner mitten in der Bar drin. Ultra viele. Links, Leute. Ja, das ist schon mal scheiße. Mir leckt das Spiel gerade extrem, ey. Echt? Ja. Dann, wie gesagt, also, da ist halt wirklich, ne, in GW2 wäre der Server zusammengebrochen. Weiß ich nicht. Und wer hier wahrscheinlich einen schlechten Rechner hat, der hat halt ein Problem. Na, jetzt geht's wieder gerade, aber jetzt gerade eben hatte ich bestimmt für eine halbe bis eine Minute hatte ich richtig krasse Lecks. Aber ansonsten. Da ging das hier kaum. Lenken tut's bei mir nicht. Also nie. Werden Fahrzeuge eigentlich. Nee, das wär's ja auch noch, wenn Fahrzeuge neben dem unsichtbaren Sandra noch. Weißt du? Auch noch unsichtbar werden. Nee. Das wär's ja noch nicht. Ich hab hier zwei Schützen drin, das ist voll lustig. Ich fahre die ganze Zeit nur hin und her und lass die machen und jetzt munition die alle auf. Ah, das macht Spaß. Ja. Man muss ja nicht immer nur schießen. Ein Teamspiel. Super. Volle Sau gerammt, der Typ. Ja klar, jetzt werde ich gewarnt, du bekommst Strafpunkte, wenn ein Verwundeter ist und so, weißt du? Obwohl jemand anders mich gerammt hat. Das geht mir die ganze Zeit zu, gerade fuhr gerade ein Wenger direkt über mir rüber. Also. Was hat der denn hier für ein Panzer? Guckst du mal, dieser Dicker hinter dir rechts. Ja, das ist Wenger, du. Mit dieser fetten Haubitze. Ist das ein Wenger? Ja, von also, sieht krass aus, ne? Zwei Panzer so. Ja, jetzt kommen wir hier mit einem Fahrzeug rein. Ich kenn also diese Sonne Offensivangriffe kenne ich zu Genüge, Alter. Ohne Scheiße. Das ist einfach das ich sag ja, wenn es wirklich um geile Angriffe und sowas, da ist auf jeden Fall Planet Zeit ganz oben mit dabei. Es leckt nicht und ist flüssig und trotzdem hast du, keine Ahnung, ich sag ja 96 plus. Und.
Das sieht halt total crazy nachher irgendwann aus, ab einem gewissen Grad an Leuten. Vielleicht lassen wir mal wieder einen spawnen hier. Im Schnee zu den Flaschen einfach gebombt. Halb mit 27. Ob ich mal auf Toilette gehen kann? Ich geh mal hin. Ich kann das reparieren, nochmal. Aber ein Sunrise sieht gerade ganz gut aus. Aber läuft auch im Moment ziemlich gut, ne? Wir haben ja eine richtig nette Armee am Start gerade. Ja, was im Sinne des Modus? Wir haben mehrere Reparatur-Thunderer dabei. Ach, war doch gar nicht. Wir haben mich als Munitions-Thunderer dabei. Wir haben ein paar Ingenieure dabei, die mutig zwischen den Pumpen hin und her laufen. Ja. Das Risiko eingeht, überfallen zu werden. Ah, wir kommen ja noch echt sehr effektiv voran, muss man wirklich sagen. Am Wochenende ist es eigentlich noch nicht. Sind denn so viele hier? Ja, überall. Ja, ich denke mal, die Karte ist, denke ich mal, relativ sicher unsere. Ja, ich habe jetzt nochmal ein Stück vorgesetzt und aufgebockt, damit die ganz besser treffen können. Aber hier kommt später eine, wechselt die Klassen. Ja, wo ich jetzt auch Alter, diese dummen Buggies. Ey, wo ich auf Railgun gehe, da kommt natürlich kein einziger Moskito mehr lang geflogen. Kannst du wechseln zwischendrin oder wie? Oder hast du einfach einen neuen geholt? Ne, ich habe einen neuen geholt. Okay. Die kann man nicht aufwerten irgendwie oder tauschen. Musst du ja extra das machen. Wüsste ich nicht, wie das gehen sollte. Aber wenn du jetzt weißt, ob das geht, dann kannst du mir das gerne verraten. Da wäre ja nicht schlecht. Also ich wäre glücklich darüber, wenn ich das manchmal machen könnte. Ja, das glaube ich. Weil permanent die Railgun zu benutzen, das ist halt einfach nur, naja, ja, nicht so cool. Aber guck mal, 57% haben wir schon auf der Karte, drücken Rot gerade extrem zurück. Ja, wir haben auch nur noch 4 Minuten. Ja, soll er mal ein bisschen mit seinem Flugzeug herkommen? Uns. Komm her hier, nicht weg. Da ist ein Moskito gewesen. Ja, ich weiß. Der direkt in seiner Kuppel, Alter. Oh, was trifft mich hier? Oh, 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 what the fuck? Keine Ahnung, was war das? Weiß ich nicht. Panzer oder so? Ja, das Problem ist, dass wir schon fast vor ihrer Kuppel sind. Die sind. Wo krieg ich denn einen neuen Sunrise? Haben wir hier einen Fahrzeugspawn? Klar, das ist überall. Ja? Ja. Okay. Aber wo? Bei Moskito, Alter. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch einer mit einer Railgun ist, hier im Lightning. Da hast du eigentlich überhaupt gar keine Chance. Ach, ich hab den Fahrzeugspawn. Ja, dann müssen wir gleich gucken, wo die hingehen, ne? Nachdem wir das hier haben. Das Problem, ja, es gibt nur eine Richtung.
Deine Position in der Fahrzeugwarteschlange ist 13, 11, 10, 9, 7, 6, 5. 3. 3, 3, 3. Oh! Wieder. Ich höre mich immer in der Nähe von dem Reparatur-Sandro auf. Das ist eine gute Stimme jetzt. Ne? Dann will er nicht. Gleich da. Hey, Moskito. Ah, da flog wieder ein Moskito über mir. Ist direkt weg. Ich hab's gesehen. Keine Chance. Das kannst du so knicken, Alter. Aber es ist halt auch, wie gesagt, es ist sehr speziell mit dieser Waffe. Kampfrang 20, Maverick 1. Aus dem Mond? Ich brauche eigentlich nur eine Reparatur, weil die Reparatur Sandro ist, glaube ich, am Arsch. Au, ich stehe jetzt nicht ganz unter Beschuss. Oh ja. Ich bin noch down. Schützenkill-Bonus hab ich bekommen, wie gesagt. Irgendwie mal einen Tick zurückziehen hier. Ja, das ist ziemlich ungünstig da an der Stelle. Ich kann aber gucken, ob ich noch den Zombie wieder hinbekomme. Nein, ich hab nicht. Aber jetzt hat Fahrzeugsbruch. Na komm. Dann war jetzt spawn. Langsam wird aufgeholt. Sind schon mittlerweile alle hinüber die Runde. Ja? Ja, das Feuer von uns war doch ein bisschen stärker schon. Ja, es dauert ja eine Weile, bis alle da sind, ne? Ja, dass da eben so viele entgegenkommen, wie ich auch nicht hätte. Aber gut, das sind die letzten 20 Sekunden. Ich will jetzt noch mal ein bisschen Punkte sammeln hier. Wenn man jetzt ja hier. Komm schon! Hier kann's! Na, da kannst du auf jeden Fall gut für das machen. Munition. Wenn du hier einmal durchrennst, dann ist es ja. Krieg ich dich auch noch? Die OP kriegst du ja trotzdem. Ja? Fahr ich doch mal zu den anderen. Was trifft mich denn hier die ganze Zeit, Herrschaftszeit? Aber was trifft mich hier ganz heftig? Ja, bleib stehen, du bist hier 50 Mann. Yahoo hat er ja geschrieben gerade. Yahoo. Hinter uns ist irgendwas, ein roter Punkt, ne? Lol, da ist einer am Baum hinter uns. Ich glaube, der war aber auch nicht lange da. Oder?
richtig ordentlich Punkte gekriegt. Was bist du gerade? Vorne und vorne. Auf der Straße oder? Ja, ja, ganz, ganz vorne. Ach, da. Gestürmt hier. Ich krieg gerade richtig übelst Fahrzeugpunkte, die Dingens Munitionspunkte habe ich gerade richtig gut gekriegt. Wo bist du jetzt an? Ich fahr gerade in den roten Kuppel rein, ne? Normalerweise müsste das ja eigentlich gehen. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht. Testet on. Die Straße immer weiter, oder wie? Ja, ja, ich bin hier. Gucken wir mal, ob man da reinfahren kann. Ja, man kann da reinfahren. Echt? Ja. Ach, da hinten seid ihr. Seid ihr tot? Was? Nein. Mal wie einer ist noch. Achso. Und jetzt nehmen wir eure Panzer so lange auf. Ja, also denken wir, das ist auch super sinnvoll jetzt. Immer. Da kommt noch der nächste, den wir aufmunitionieren können. Klack, klack. Ja. Gibt immer irgendwas. Bisschen gab's noch, ist vorbei. Gibt nichts mehr. Gibt alles nix. Leer. Ja. Was denn? Hier, was ist das hier? Nimm ich mit? Achso, hier, genau, so. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Wie geht das? Was? Ja, wie man das sagt? Na, du musst B drücken. Oder so. Wie B drücken? B oder FV oder was ist das alles? Kannst du auch hier. Ich brauch einen Arzt, Alter. Oder hier. Ich brauch Reparaturen. Was ist das? Was? Ja, wie mach ich das? Ja. Ah, mit V oder ja, was? V, B, keine Ahnung. Irgendwas. Ich selber höre das nicht, oder wie? Doch. Ne, ich höre das nicht. Ne, ich höre das nicht. Ich schon.